Das Zoom H1N ist ein mobiler Rekorder, der durch die eingebaute USB-Soundkarte auch optimal als Mikrofon für Voiceovers oder Let's Plays verwendet werden kann. In diesem Video geht es darum, wie man vermeidet, dass Stöße und Erschütterungen auf die Aufnahme kommen. Oft reicht schon ein kleiner Stoß am Schreibtisch und die Aufnahme ist ruiniert. Für das Zoom H1N gibt es zwei Möglichkeiten, Stöße abzufedern. Die erste Möglichkeit ist das Boya BYC10. Das Mikrofon kann mit einer 1/4 Zoll Schraube montiert werden und ist dann schwingend gelagert. Der Adapter eignet sich gut als Kameraaufsatz, da er über eine Cold-Shoe-Halterung verfügt. Alternativ kann er auch mit einer 1/4 Zoll Schraube befestigt werden. Möglichkeit 2 ist ein Shock-Mount von Movo, der SMM2. Dieser kann durch die Gummilagerung des Rekorders die Vibrationen und Erschütterungen noch besser absorbieren. Auch dieser verfügt über einen Cold Shoe und eine 1/4 Zoll Schraube. Um die Auswirkungen zu demonstrieren, klopfe ich nun leicht mit der Hand gegen die Mikrofonhalterung. Der Unterschied ist deutlich zu hören.